Im Juli wurde der Clanchef Ibrahim Miri in den Libanon abgeschoben. Kurz darauf reiste er illegal wieder nach Deutschland ein. Jetzt wird er wieder abgeschoben. Sein Eilantrag wurde unwiderruflich abgelehnt. Der Clanchef hatte ausgesagt, ihm drohe im Libanon Blutrache. Unsere Reporterin Kavita Sharma hat sich im Libanon auf die Spuren des Miri-Clans begeben. Besuch beim Miri-Clan im Libanon. Hier hat die Riesenfamilie ihre Wurzeln. Asya Miri beteuert jedoch, sie habe nichts mit den kriminellen Machenschaften zu tun, die die Behörden dem Clan in Deutschland anlasten. Es macht mich so traurig, denn es ruiniert den Ruf von uns allen. Der Miri-Clan habe ca. 1000 Mitglieder im Libanon, schätzt die vierfache Mutter. Zumindest ihr Teil der Familie lebe unbehelligt in Beirut. Gott sei Dank haben wir keine Feinde. Das sieht Clanchef Ibrahim Miri anders. Er behauptet, er werde von der schiitischen Miliz Hezbollah bedroht. Wir baten die Miliz um ein Interview, um herauszufinden, ob Miri auf einer schwarzen Liste steht. Hezbollah hat unsere Interviewanfrage zu dem Fall abgelehnt. Aber die Miliz sagte, sie hört immer wieder von Asylsuchenden, die eine Bedrohung durch die Miliz erfinden, damit Europa sie aufnimmt. Wir treffen eine Rechtsanwältin, um zu erfahren, was Miri hier bei einer erneuten Deportation erwartet. Lina Tama sagt uns, Miri habe nur dann etwas von rechtlicher Seite zu befürchten, falls er auch hier straffällig geworden sei, zum Beispiel bei seiner Ausreise. Falls Miri Papiere gefälscht haben sollte, würde der Staat ihn strafrechtlich verfolgen. Was auch immer jetzt als nächstes mit Miri passiert, hier wird man die Entwicklungen genau verfolgen. Unsere Suche nach dem Miri-Clan begann in diesem Park. Mitglieder der Familie spielen hier manchmal Karten. Sie genießen einen guten Ruf. Von irgendwelchen kriminellen Machenschaften wollen ihre Bekannten nichts gewusst haben. Die Leute, die hierher kommen, sind normale religiöse Leute. Sie gehen verschiedenen Arbeiten nach und versuchen ganz einfach zu überleben. Dieser Mann brachte uns zu Asya Miri. Ein Nachbar kündigte uns auf etwas unkonventionelle Art an. Als erstes rief die Frau ihre Brüder in Deutschland an. Sie arbeiten dort angeblich als Krankenpfleger und Koch. Aber ihr Sohn soll trotzdem nicht nach Deutschland gehen, sagt die Mutter. Sie habe Angst, dass ihr Kind dort auf die schiefe Bahn gerät.